Spiel 5. Hi Joko und hi Klaas. Mir ist im Traum heute Nacht eine richtig gute Idee für eine Show gekommen und die pitche ich euch jetzt einfach mal. Also, es ist ein Quiz und die Fragen werden immer schwerer und jede Frage hat 4 Antwortmöglichkeiten, damit man zu Hause von der Couch ein bisschen mitraten kann. Und das Beste ist, wenn man 15 Fragen richtig beantwortet, erhält man 1 Million Euro. Wie gesagt, das gab's noch nie, das ist keine Kopie von irgendwas, das ist meine Idee, das kam mir im Traum. Das Einzige, was ihr jetzt wissen müsst, ist, es gibt für euch keine 1 Million Euro, aber es ist ein Rätselspaß für die ganze Familie, der allein mir eingefallen ist. Das 15-Fragen-Quiz mit der Chance auf eine 7-stellige Gewinnsumme. Vielen herzlichen Dank an El Hotzo und das ist wirklich eine unfassbare Idee. Habe ich noch nie gehört. Das ist ganz neu im Fernsehgeschäft. Spannend. Und deswegen haben wir gesagt, wenn es eine so großartige Idee gibt, ja auch, dann probieren wir sie einfach mal an euch aus. Bitte stellt euch hinter das Spielepult und zusammen. Ich mime jetzt einfach mal den Quizmoderator Schmünter Schmauch. Den wir alle kennen. Den kenne ich. Den kennst du auch. Den kenne ich auch. Also es geht um Folgendes. Ihr müsst alle 15 Fragen beantworten. Also bis zur Millionenfrage alle Fragen richtig beantworten. Für jede falsche Antwort ziehen wir euch einen Versuch von den verbleibenden 18 ab. Könnte halt sein, dass es 4 mögliche Antworten gibt. Rechnet mal durch. Wenn ihr jedes Mal erst bei der 4. drauf kommt, dann ist das Spiel relativ schnell zu Ende und auch diese Show. Ich bin optimistisch, dass ihr das schafft und ihr müsst alle 15 Quizfragen richtig beantworten. Seid ihr bereit? Frage 1. Jetzt ist es noch lustig, aber wenn man das 15 Mal hört. So. Was kann Klaas sowohl zu seinem Teampartner in einer Unglückssituation als auch zu einer berühmten Künstlerin sagen? A. Joko, stell dich nicht so dumm an. B. Joko, auweia. C. Joko, mince alors. Oder D. Joko, oh no. D. Joko, oh no, weil wegen Joko, oh no und wegen Joko, oh nein. So, weiter. Bist du dir sicher? Müssen wir einloggen oder macht ihr das? Nein, ich logge das ein. Ihr habt das, ihr habt das eingeloggt und das ist richtig. Ja, super. Wir kommen zu Frage Nummer 2. Stimmt, jetzt nervst du. Ein Training, das für Entspannung und Stressabbau sorgen kann, nennt man A. zum Kühlschrank gehen, B. auf die Nerven gehen, C. Auto gehen oder D. Lügen. Ja, C. Auto gehen, weiter. Wir locken das ein und es ist richtig. Gib mir doch einfach mal die Zeit. Schmünter Schmauch. Ja, nee, ich will nur, ja, weißt du, weil ich kenne mich selber. Ich weiß. Wir machen direkt weiter. Frage 3. Ich kenne mich selber, das ist diese Anfangs-, das nervt auch als Zuschauer, Zuschauerin, weißt du, man will einfach, dass es weitergeht. Ja. So. Ja. Frage 3. Wenn man zu Tränen gerührt ist, dann hat man umgangssprachlich A. Scheiße in den Ohren. B. Wasser in den Beinen. C. Geifer am Kinn. Ja, oder Pipi D. In Pipi in den Augen. D. Pipi in den Augen. Pipi in den Augen. Scheiße in den Ohren. Oh, Scheiße, Mann, in der Lampenschale. Ich bin schon wieder lost hier. So. Nächste Frage. Das ist doch unseriös. Ein Lebensmittel, das mittlerweile auch immer häufiger als Fleischersatz verwendet wird, nennt sich A. Hartmutobst, B. Jackfrucht, C. Dieter Käse oder D. Ulrich Gemüse. Jackfrucht. B. B. Jackfrucht. Lockt ihr ein und das ist korrekt. Weiter geht's. Dille, 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 dille. Ich hab's gesagt. Welcher englische Begriff steht für den Schrägstrich, wie er in vielen Internetadressen vorkommt? A. Smash, B. Slash, C. Flash, D. Dash. Slash. B. Slash. B. Slash. Ist das richtig oder nein, ist es richtig?
Jetzt kommt für 1000 Euro, die ihr nicht bekommt, die nächste Frage. Wie viel Bier nehmen Engländer mit einem Pint zu sich? A. 0,336 Liter. B. 0,56 Liter. C. 0,74 Liter. Oder D. 1,15 Liter. Wir sagen B. 0,56. Ihr sagt B. 0,56. Und das ist richtig. Auch wenn sich jeder Engländer bestimmt 1,15 Liter wünschen würde für einen Pint. Weiter geht's, die 2000-Euro-Frage, die ihr auch nicht bekommt. In welchem Land liegt die Ruinenstätte Machu Picchu? A. Peru, B. Mexiko, C. Ecuador, D. Bolivien. Peru, würde ich sagen. Nee, sowas jetzt. Mexiko oder Peru, was sagst du? Ich würde sagen Peru. Vom Bauch würde ich auch sagen Peru. Aber ja, mach mal Peru. Mach mal Peru. Mach mal Peru. Okay, wir loggen Peru ein und das ist richtig. Ja. Jetzt kommt die 4000-Euro-Frage. Was bedeutet der Name der Kölner Mundartgruppe Black Fuss? A. Nackte Füße. B. Schwarze Füße. C. Bleifüße. D. Plattfüße. Es wird nicht vorgesagt im Publikum. Also Black, ich glaube schwarze Füße wäre zu einfach, oder? The Black Fuss. Ist das nicht irgendwie so eher nackte Black, Füße? Black von blank. Ja, blank. Blanke Fuß, blank Fuß, ja. Das könnte eher sein. Ich würde eher sagen nackte Füße. Bleifüße auf gar keinen Fall. Nee, und Plattfüße auch nicht. Schwarze Füße würde auch gar keinen Sinn machen. Naja, keine Ahnung, warum auch immer, vielleicht so aus dem Ruhrgebiet, so durch so Arbeit in der Kohlemine, dass man dann irgendwie schwarze Füße hat. Aber warum ausgerechnet die Füße? Die sind, da hast du ja Schuhe an. Also. Was wollt ihr denn ein? Nackte Füße, A. Nackte Füße. Ihr sagt A, nackte Füße. Boah, könnt ihr euch einen Versuch kosten. Wenn die falsch ist, müsst ihr weiter ran. Aber braucht ihr nicht, ist richtig. Ja. Wie gut er das macht, könnt ihr euch einen Versuch kosten, wenn es falsch ist. Aber braucht ihr nicht. 8000 Euro. Boah, das macht mich fertig. Welche Band wollte am 4. Dezember 2010 in Oslo ihr letztes gemeinsames Konzert spielen? Wollte oder haben sie da nicht? Oder? Wollte am 4. Dezember 2010 in Oslo ihr letztes gemeinsames Konzert spielen. A. Rolling Stones. B. Aha. C. Kiss. D. Spice Girls. Also von der Logik her wäre es Aha, weil die aus Norwegen sind. Ja, aber die ich habe jetzt mitgekriegt, die machen immer noch Musik, ne? Ja, wollten, steht da ja auch. Naja, genau, und es könnte sein, dass die, es gab doch dieses, es gab so ein Album, hieß das nicht, das wäre dann das letzte Album, das hieß, und dann haben sie doch irgendwie weitergemacht, Lifelines, war das so ein rotes? Das weiß ich nicht. Ich hatte mal Feueralarm nachts im Hotel und hatte mich selber im Flur, im Notausgangsflur eingesperrt und habe an der Tür geklopft. Und hat ohne Scheiß auf der anderen Seite Aha die Tür aufgemacht. Wie Morton Hawkett. Morton Hawkett, Paul und der andere. Und ich war so, das gibt's nicht. Ihr habt mir das Leben gerettet. Wirklich? Ja. Naja, keine Ahnung, willst du das verschnutzen? Weil in Oslo, die Rolling Stones würden ja nicht sagen, die sie würden... Ja, auch nicht und Kiss... Kiss, die habe ich auf jeden Fall danach noch gesehen. Die haben nämlich, also wollten, ja klar, aber es wäre auf jeden Fall sinnvoll, dass sie sagen, wir beenden unsere Karriere in unserer Heimatstadt Oslo. Und was lockt ihr ein? A. Oder ist es so Captain Obvious und wir laufen in eine Falle? Werden wir gleich sehen. Wir sagen B, weil alles andere klingt irgendwie nach Quatsch. Ihr sagt B, aha. Ja, aber es wird wahrscheinlich falsch sein, ja. Also ich kann euch an dieser Stelle schon mal sagen, die Spice Girls waren es nicht. Nee. Kiss! Waren es auch nicht. Okay, jetzt. Die Rolling Stones oder Aha? Nee, Moment mal, wir müssten ja gleich weiterraten, da kann er uns ja nicht alles verraten. Also ist es richtig? Es ist richtig. Ja. Habe ich auch sehr gut reingelegt. Ja. Ja, die haben am 15. Oktober 2009 das Ende bekannt gegeben, haben das Konzert gespielt und dann einfach weitergemacht. 16.000 Euro Frage. Gut. Was man in petto hat,
Das hat man wörtlich übersetzt. A, in der Brust. B, in der Hosentasche. C, im Hinterkopf. Oder D, im Ärmel. Petto, das ist wahrscheinlich natürlich, also Latein wahrscheinlich in irgendeiner Form. Also die logischste Ableitung, Petting, hat auch was mit dem Bereich da unten zu tun. Und deswegen muss es die Hosentasche sein. Bin ich mir nicht unbedingt sicher, weil früher hat man noch vielleicht sein Geld nicht in der Hosentasche aufbewahrt, sondern alles, was man hatte, hatte man eher in Brusttaschen, oder? Mhm. Also ohne, dass ich das jetzt irgendwie herleiten könnte. In petto. So also A oder B. Ich bin aber, wir sind so gut hier durchgekommen bisher. Wir können auch gerne zocken und die Brust nehmen und dann machen wir danach die Hosentasche. Wir zocken mit der Brust. Ihr sagt A, in der Brust. Ja. Steffen, nun sag. Nein, Schminter Schmauch. Ist richtig. Ja! Petto ist nämlich italienisch für Brust. Deswegen sehr gut gemacht. 32.000 Euro Frage kommt jetzt. Was wird in der Grammatik durch das Genus Verbi unterschieden? A, Singular Plural. B, aktiv, passiv. C, indikativ, konjunktiv. Oder D, transitiv, intransitiv. A, B, C, D. Genus Verbi. Nicht vorsagen. Was ist das? Hä? Was ist transitiv, intransitiv? Transitiv, keine Ahnung natürlich, aber also weil ist ja auch ganz klar darauf ausgelegt, dass man das noch nie gehört hat. So. Also es sei denn, man ist irgendwie hat Deutsch studiert, so auf Lehramt. Transitiv, es ist also guck mal. Irgendwie denke ich, das hat was damit zu tun, dass man praktisch, dass sich ein Wort irgendwie wandelt oder nicht wandelt oder sozusagen oder dass es damit zu tun hat, was mit dem Wort geschieht in irgendeiner Form. Dadurch vielleicht Verbi. So, also das ist eine ganz abenteuerliche Herleitung, aber irgendwo in meinem Kopf klingelt ein Glöckchen, wenn aber ich weiß nicht mal welches. Wenn du da ein Bauchgefühl hast, wir stehen jetzt zu zweit. Ich habe keins, hätte dann. Welches Bauchgefühl hast du, Klaas? D. D. Ja. Was wird in der Grammatik durch das Genus Verbi unterschieden? Ihr sagt transitiv und intransitiv. Und D ist falsch. Nur noch 17 Versuche. Drei Antwortmöglichkeiten habt ihr noch. A, B oder gehofft, C. Ich das richtig ist, jetzt bin ich mir unsicher. Jetzt mach, oder? Wie geplant, wir haben noch einen Plan. C. C. Ihr sagt C. Indikativ, Konjunktiv. Und das ist falsch. A oder B. Naja, dann Singular Plural. Ihr sagt A. Wir loggen A ein, Singular, Plural. Ist. Und das ist auch falsch. Alles rausgeholt. Passiv. Also okay. Bezieht sich auf das Verb zum Beispiel. Ja, ist uns egal. Ich trinke ein Glas Gurkenwasser. Das ja, Glas next. Gurkenwasser wurde von mir. Du nicht so, als wenn du das selber gewusst hast. Ist uns allen egal. Auch, ja, hier steht's. Ist also okay. Es ist dir egal, es ist uns egal, es ist den Leuten egal. Wir wollen einfach weitermachen. Wir haben drei okay. Punkte verloren. Ihr habt Punkte verloren. Wir kommen zur nächsten Frage. Genus Verbi. Who cares, Genus Verbi? Auf Englisch heißt Saarland Saarland, Hessen Hessen, Rheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz, Sachsen Sachsen. A, B, C, also Sachsen schon mal nicht, das heißt Saxony. Rheinland-Pfalz, ja, wie sollen die das denn übersetzen? Rheinland-Pfalz. Ja, ich bin aber. Ich meine, aussprechen können sie es nicht, ne? Nee, Saarland ist aber für die auch Saarland. 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 Hessen. 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 Rheinland-Pfalz. I'm from Rhein. Aber es ist auch North Rhine-Westphalia. Ja. Also, es ist genauso bescheuert wie Rheinland-Pfalz. Also, Rhein heißt Rhein, das ist klar. Ja. Also würde ich sagen. Vielleicht wirklich Rheinland-Pfalz, weil das so komisch
Also man kann das nicht so einenglischen. So und weil das etwas ist, wo man denken würde, das auf gar keinen Fall. Also sagt ihr C. C. Wir sagen C. Auf Englisch heißt, sagt ihr Rheinland-Pfalz, Rheinland-Pfalz. Weil das so kompliziert ist und die das nicht ändern wollen. Und das ist falsch. Das heißt nämlich Rheinland-Palatinate. Warum auch immer, heißt es. What's wrong with you? A, B oder D? Nein, Saarland, A, Saarland, Hessen, Hessen, A, Sachsen, Sachsen. Lass uns Saarland sagen. Lass uns Saarland sagen. Weil dann sagen die Saarland, also ich meine, einfacher geht's ja nicht, ne? So. Also lockt ihr A ein? Ja. Ihr habt nur noch 14 Versuche. Ja. Ihr sagt Saarland, heißt auf Englisch auch Saarland. Und das ist richtig. Oh. Oh. Genau, das war richtig, Saxony. Und Hessen? Und Hessen heißt einfach nur Hess. Hess. Ja. 125.000 Euro Frage kommt jetzt. Vom Schwierigkeitsgrad her. Wo ist bei Baufahrzeugen ein sogenanntes Fangmaul zu finden, das mit kurzer oder langer Lippe erhältlich ist? Also ein Fangmaul. A. Baggerschaufel. B. Ladefläche. C. Anhängerkupplung. Oder D, der Kranhaken. Also bei einer Anhängerkupplung gibt es doch dieses Ding, wo du das Runde reinmachst. Das könnte ein Fangmaul sein. Fangmaul, das klingt wie eine richtige Beleidigung, du Fangmaul, ey. Ein dreckiges Fangmaul, ey. Ich wäre auch. Ich finde es auf jeden Fall eine gute neue Beschimpfung. Das ist so einer, der sich praktisch immer Ärger einhandelt, weißt du? Das ist so einer, der immer, wo man sagt, ich weiß auch nicht, immer wenn ich irgendwo bin, gibt Schlägereien. Ja, du hast halt so ein Fangmaul. Wenn C falsch ist, dann... Ihr sagt C. Wir loggen ein Anhängerkupplung. Ich fand die Geschichte super. Ich finde das Schimpfwort auch ganz spannend. Und all das führt dazu, dass ich sage, diese Antwort ist richtig. Ja! Es ist nämlich genau das, diese Einführungsmuschel. Sehr gut. Das ist das sogenannte Fangmaul. Und wir gehen auf die Zielgerade. Wie viel noch? Noch zwei. Nicht weit weg vom Bodensee liegt die Gemeinde A. Sat 1, B. RTL, C. Vox oder D. Sky. Sky, würde ich auch sagen. Sky, ich meine, das ist auch ein längst vergessener Sender, weißt du, also es ist so. Bin ich noch vorbeigefahren, letzte Woche. An Sky. An Sky. Und dachte die ganze Zeit, witzig, es gibt noch den Fisch, der heißt Skry. Und der Skür, das ist der Joghurt, und es gibt natürlich den berühmten Moderator. Genau, dann gibt's das, so ein Rapgeräusch und den berühmten Moderator Sky Pflaume. Okay, wir loggen D ein, ihr sagt Sky. Es ist falsch. Ah, okay, dann bin ich noch nicht vorbeigefahren. Wie kannst du so frech lügen? Nee, weil ich hab's gerade bildlich vor mir gesehen. Ja. Dann hast du noch was gedacht. Das hast du auch dir ausgedacht, alles. Mein Kopf. Du hast ja auch nichts gedacht, als du das gesehen hast. Das ist auch nur ein Produkt deiner Fantasie. Nee, nein, nein. Aber du hast ein Fangmaul, Alter. Entschuldigung. Ey, wir haben heute schon da gegenseitig unsere Spucke da rumgedrückt. Aber es ist was anderes, wenn deine Spucke in mein Gesicht fliegt. Na, komm. Bist du schon mal an RTL vorbeigefahren? Ja. Hast du dir da was bei gedacht? Tatsächlich. Bin ich sogar reingegangen und vielleicht gibt es da bald News. Wollen wir irgendetwas einloggen, oder? Wenn ich die Schweizer Orte nehme, haben die häufig so komische Doppelnamen. Aber es muss ja nicht unbedingt in der Schweiz. Nee, hundertprozentig. Aber es wäre für mich eine logische Erklärung, warum es RTL heißen könnte. Dann gibt es wahrscheinlich noch RT Kall und RT Will und RT Söll. Ich mache ein B. Ich finde diese Erklärung so großartig. Natürlich sind die anderen Orte nicht existent. Aber, ja, die Söll, aber es ist Kall. Rapperswil. Zum Beispiel, ja? Das ist ja für mich vom Wortlaut ähnlich. Um einen, wir haben es eingeloggt. Ist, danke. Super Geschichte. Aber ist falsch. Ist falsch. Und du bist wirklich, wenn man dir mal wer für ein Millionär anbieten sollte, da gebe ich dir privaten Tipp. Don't. Okay. Wie du das... Ist falsch.
A oder C? Scheiße, du hast recht. 12 Versuche habt ihr noch. Vox, wir nehmen Vox. Ihr nehmt C, Vox. Loggen wir ein. Das ist falsch. Sat 1, eine Gemeinde in Österreich. Hey, Alter, wir verzocken hier die 2761 Einwohner. Wir kommen zur. Alter, wir verzocken hier schon wieder. Millionenfrage. 11 Versuche habt ihr noch. Dille, 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 dille. Welchem dieser Tiere helfen seine lorenzinischen Ampullen beim Jagen der Beute? A. Grüne Mamba. B. Rote Waldameise. C. Weißer Hai. D. Schwarze Witwe. Was? Lorenzinische Ampullen. Das klingt wie irgendwas, was man bei Fortnite findet. Ich dachte. Das wird ja wahrscheinlich was sein, wo ein Gift drin ist. Ja? In welcher Darreichungsform und Größe auch immer. Ja, das haben alle außer der Weiße Hai. 11 Versuche habt ihr noch. Ich glaube, ich würde irgendwas, was, Spiel 6 was bricht, wenn sie zubeißt. Ja, das heißt, beim Jagen der Beute, das könnte auch so ein Lockstoff sein. Die rote Waldameise ist natürlich stinklangweilig so. Außerdem hat die natürlich auch Beute, die einen auch nicht interessiert. Man hat jetzt auch nicht tierisch Angst vor roten Waldameisen. Also A, die grüne Mamba. Ich würde jetzt erstmal probieren mit der roten Waldameise, weil man über die so am wenigsten. Also nein, du. Nein, 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 wir machen jetzt rote Waldameise. Ich habe gerade eben gezockt und. Okay, jetzt zocken. Wir loggen die rote Waldameise ein. B. Das ist nicht korrekt. Dann würde ich sagen, vielleicht die schwarze Witwe einfach so, weil. Weiß ich auch nicht. Einfach. Halt wegen Zocken. Was Klausi? Sagt Joko? Ja, hast du irgendeinen Anhaltspunkt? Das ist einfach nur. Gibt's irgendwas, was dich dazu verleitet, dass wir da jetzt nochmal draufstarren, 10 Sekunden? Nein, aber ich würde gerne den weißen Hai nehmen. Ja, gut, dann nimm den doch, also ist mir egal. Okay, ja, gut, Entschuldigung. Also, ja, sorry. Nee, wir wissen ja nichts. Nee, also, absolut nicht. Aber, also, du willst den nehmen, du nimmst. Ja, aber guck mal, ich bin die ganze Zeit meinem Gefühl gefolgt. Ja. Und ich sage, bei der schwarzen Witwe und bei der grünen Mamba kann ich mir vorstellen, dass es lorenzinische Ampullen gibt. Und du bist ein sehr gefühlvoller Mensch. Und beim weißen Hai habe ich null im Gefühl von lorenzinischen Ampullen. Ach so. Und die ganze Zeit folge ich meinem Gefühl. Jetzt gehe ich gegen mein Gefühl und sage, es ist der weiße Hai. Aber ich wollte ganz ehrlich, Kompliment machen, dass du da. Okay, egal. Es ist egal, wir haben keine Ahnung. Können wir auch draufstehen. Wir loggen jetzt C ein. C ist eingeloggt. Das wäre ja super, weil dann würdet ihr bei den 10 Versuchen bleiben für das Spiel 6 und für das Finale. Braucht ihr auf jeden Fall. Wäre doof, wenn wir in den einstelligen Bereich abrutschen. Also ihr sagt nicht grüne Mamba, ihr sagt auch nicht schwarze Witwe, ihr sagt der weiße Hai und das ist richtig! Ja! Ich sag euch noch mal ganz kurz, also die lorenzinischen Ampullen sind die Sinnesorgane der Haie, mit denen sie sozusagen Elektroschwingungen spüren, Herzschlag und sowas. Nein, ich wollte es nur noch mal erklären. Ja. Wir haben ja auch eine Vorbildfunktion für alle. Interessant. Da sagen die heute, das war cool bei Joko und Klaas, haben wir was über Haie gelernt. Genau, Ja. Siehst du, das wollte ich. Ja. Und wir gucken uns einmal an, wie viele Versuche ihr noch übrig habt. Das war eine sehr spannende Ausgabe dieses großartigen Quiz. Und ihr habt noch 10 Versuche. Das ist gar nicht mal so schlecht.